So, liebe Freunde, jetzt kommt endlich mal das lang ersehnte, ja, wie soll ich es denn nennen, Streaming-Update. Wie ihr ja schon mitbekommen habt, sind ja in den letzten Wochenenden die Streams ausgefallen und dafür gibt es natürlich einen Grund und da möchte ich euch heute ein bisschen mehr darüber erzählen und euch natürlich auch mitteilen, wie es die nächsten, ja, wie es denn weitergeht mit dem Stream, und damit ihr da auch informiert seid, denn ich möchte natürlich nicht aufhören. Es macht einfach zu viel Spaß. Deshalb gibt es hier jetzt für euch ein kleines Infovideo. Im Hintergrund seht ihr gerade eine Mitfahrt auf der Ruhr-Map, was wir schon lange nicht mehr gespielt haben. Wir fahren mit einem IC von Dortmund, Quatsch, von Düsseldorf nach Dortmund. Ja, also wenn ihr ein bisschen die Ruhrkarte vermisst habt, könnt ihr ja auch zuschauen. Also, es geht mir darum, wie ihr ja in dem letzten Stream schon mitbekommen habt. Ist bei mir gerade viel privat, weshalb ich am Wochenende zu 90% nicht mehr streamen kann. Denn entweder ist sie dann bei mir oder ich bei ihr. Und da habe ich mich dann so darauf geeinigt, dass wir ab sofort unter der Woche streamen. Oder besser gesagt, ich, weil sie ist ja da dann nicht dabei. Das heißt, ab sofort kann es sein, dass es montags bis freitags einfach mal so einen Spontan-Stream gibt, der natürlich weiterhin auf YouTube und auf Twitch verfügbar ist. Da wird sich natürlich dann nichts ändern. Es wird sich nur etwas an der Zeit ändern. Das heißt, nicht mehr am Wochenende, nicht mehr lange. Denn ich kann natürlich unter der Woche nicht so lange streamen wie am Wochenende. Deshalb müsst ihr euch da ein bisschen umstellen ab sofort. YouTube wird selbstverständlich weiterlaufen. Da habe ich mir auch schon, ja, etwas überlegt. Und ich hoffe, das klappt dann auch so alles, damit die Videos pünktlich rauskommen, damit ihr jeden Tag mindestens ein Video habt. Ich möchte dann auch noch einen Uploadplan veröffentlichen, wo ihr dann genaueres erfahren könnt, an welchem Tag welches Projekt kommen soll. Ich sage extra soll, denn ihr wisst ja, bei mir kann es ja immer mal wieder vorkommen, dass vielleicht etwas ausfällt. Und wenn das so ist, dann entschuldige ich mich dafür. Nächste Woche startet Transport Fever Season 2. Da könnt ihr euch schon mal darauf freuen. Ab Montag. Und das läuft dann alle 2 Tage. Also alle 2 Tage ist gemeint Montag, Mittwoch, Freitag auf jeden Fall. Und samstags je nach Ermessen. Die Zeiten werden sich nicht ändern, es wird bei 16 Uhr bleiben. Also da müsst ihr euch wenig umstellen. Ja, was gibt es denn noch zu erzählen? Ich weiß auch gerade, weil ja dann auch die Streamzeit weniger wird, wird natürlich auch die Zeit weniger, wo man mal einfach mal so privat an den Maps weiterbaut. Da möchte ich natürlich versuchen, weiterhin mein Bestmögliches zu geben. Ansonsten habe ich noch ein paar Angebote, die gerne diese Rheinkarte oder Rhein-Ruhr-Karte, die wir ja gerade spielen, verschönern möchten. Denn ich habe ja bereits schon gesagt, es ist eine Heidenarbeit, das alles so zu machen, wie zum Beispiel Hans Dampf. Da habe ich auch ein paar Angebote, die das machen möchten. Ich soll dann halt die Strecken voll fertig bauen, etc. Und sie würden dann das ausschmücken. Schon mal richtig cool, dass solche Angebote überhaupt, dass man solche Angebote überhaupt bekommt. Ja, aber wie gesagt, dass ihr da informiert seid, ab sofort zu 90% keine Streams mehr am Wochenende.
wenn dann vielleicht mal ein Spontanstream an einem Freitag, da sind wir dann aber zu zweit, nicht so lange, einfach mal ein bisschen Spaß haben, dass sie ein bisschen spielt, dass ich ein bisschen spiele oder sie möchte einfach ein bisschen, was weiß ich, rumsitzen oder irgendwas anderes machen, dann habe ich natürlich auch Zeit. Ja, das wär's im Groben eigentlich von mir. Ich hoffe, ihr bleibt weiterhin hier bei mir in unserem Bereich. Ich hoffe, euch hat bislang alles gefallen. Euch macht es genauso viel Spaß wie mir. Auch wenn man das manchmal vielleicht in den Streams mir nicht ansieht, aber es macht dann doch immer sehr, sehr viel Spaß, auch wenn ich dann abends ins Bett liege und denke mir, es war wieder ein super Tag heute. Das macht einfach das Streamen aus, muss man sagen. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid dann das nächste Mal auch wieder dabei. Ich sage bis dann. Tschüss.